Super Gain Games. Ja, und damit herzlich willkommen, Leute, zu meinem nächsten Projektchen. Das ist jetzt bestimmt erstmal nur so ein Übergangsprojekt. Ich wollte eigentlich ein anderes machen, aber es läuft nicht. Ich muss mich da erstmal drum kümmern, wie das geht. Ich hoffe, wir kommen gut durch Bestien durch. Gleich am Anfang angemerkt, ich nehme das jetzt wieder mit MSI Afterburner auf. Meinen allerersten auf Mr. Zero Checker noch Aufnahmenprogramm, mit dem ich noch meine allerersten Minecraft-Episoden und sogar noch die ersten, die kann man sich jetzt noch angucken, die ersten drei Portal 2 Aufnahmen noch damit aufgenommen mit der Beta. Jetzt ist das ja eine richtige Version, die ausgebaut ist, wo jetzt auch nicht, die nicht mehr nach einem halben Jahr sich deinstalliert oder sagt, das abgelaufen ist. Es musste mit den Einstellungen mit Mikrofon einiges umgestellt werden. Ich hoffe, man hat jetzt hier auch kein Rauschen und ich höre meine Stimme leider auch selbst und so. Da muss ich nochmal gucken, aber das nimmt Platz sparender auf als die anderen Programme und haut auch ordentlich rein. Also dieses Programm ist super, kostet nichts, kann ich euch nur empfehlen. Ja, wir spielen Bastion, ein kleines, ja, Adventure, ja, was heißt klein, es ist so mittelmäßig, es geht eigentlich so. Ich weiß noch nicht, wie viel ich dafür brauche an Parts, aber bestimmt einiges. Wir werden da jetzt einfach mal schauen. Wie gesagt, ich werde nicht viel darüber erzählen. Ich gucke jetzt mal in den Optionen ganz kurz. Ich habe nicht Angst, dass das Spiel zu laut ist. Hätte ich wahrscheinlich sonst gucken. Einstellungen. Musiklautstärke. Ich mach das mal. Ja. So. Auf ein Level. Weil das wird hier noch relativ laut. An bestimmten Stellen. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt auf Story. Aber was? Was ist denn das hier? Warte mal. Ein neues Spiel mit unbegrenzten Chancen auf Weitermachen nach Niederlagen starten. Unbegrenzt. Warte mal, für weniger erfahrene Spieler jeden Alters. Hinweis, einige Erfolge können in diesem Modus nicht erzielt werden. Okay, wir starten trotzdem mal den Null-Problemo-Modus. Der scheint ja einfacher zu sein, oder? Der ist doch einfacher hier, oder? Gut, dann starten wir den. Ich würde sagen, wir setzen fort und starten somit ein neues Spiel. Los geht's. Viel Spaß mit dem, naja, eher kleineren Intro. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up. So, er steht sets auf for the bastion, where everyone los agreed to go in case of trouble. Was sage ich zuerst ground zum Spiel? Forms up under his feet as it pointing the way. He don't stop to wonder why. Ja, ich bleib jetzt mal kurz stehen, ich wollte den Erzähler jetzt nicht dazwischen quatschen. Ja, wir sind jetzt hier, wie heißt der Typ hier? Was soll ich noch weiter sagen? Dieses Spiel, kann ich auch ankündigen, ist handgezeichnet, Freunde. Das ist so geil. Handgezeichnet. Find his lifelong friend, just lying in the road. So, nehmen wir mal den well, Hammer. Touching reunion. Und kloppen uns jetzt mal auf den he Weg sees frei. What's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant, in the calamity. Wie man jetzt schon merkt, wir haben eine Menge Dialoge hier drin. Das wird noch lustig. Oh ja, lustig. That survivor? No, ma'am. It's a gas fella, forced out from underground. So, hau rauf, hau rauf, hau rauf. Pops him good. Fella got a piece of him though. Ich werde versuchen, den Erzähler nicht immer zu überspringen oder ich sage mal nicht dazwischen zu labern, aber manchmal geht das ja nicht anders. Wie gesagt, es ist sehr storylastig. Wir werden viel Geschichte hier erfahren. Ja, ich würde einfach sagen, ja. Wie gesagt, wir zocken da jetzt mal auf jeden Fall das Spielchen an. Ich werde die erste Folge wieder ein bisschen länger als 10 Minuten machen. Ich werde die so um die 15 Minuten machen. Jetzt sind es ja auch nur noch 10 Minuten, weil ich am Anfang gerne mal noch ein bisschen laber. Wir zerkloppen, dass diese komischen Teile, die da rauskriegen, ist das Geld hier im Bastion. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. So, Armbrust. Ist auch nicht schlecht, die kann man mit der anderen Taste bedienen. Ne? Oh, oh.
So, hau drauf. Zerschmetter alles. So. Wie gesagt, das bringt uns halt hier dieses sogenannte Geld in dem Spiel, wie auch immer man das nennen will, ne? Kids worked up quite a thirst by now. So that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink. So, ich hoffe, das Spiel ist jetzt wie gesagt nicht so laut. Es ist relativ leise. A school of squirts tunnels up around them. Oh. Must have fled here from the mines. Ich sag mal dazu, dieses Spiel ist half blind. Ich hab's mal eine halbe Stunde gezockt oder ein bisschen mehr als eine Stunde, aber nicht durch. One of Celandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him for his drinking did. Also der Anfang ist hier nicht blind, aber später dann. Und ich hoffe, es wird nicht so schwer, aber es war schon relativ knifflig. So, jetzt haben wir ein Schild. Nehmen wir es mal auf. Bam. Das können wir uns vor... Wo war das? Genau, die Umstelltaste mit dem Pfeil nach oben. For a petty thief. Huah. Draufhauen bis zum geht nicht mehr. Gas, fellas. Ups. Windbags start turning up for last call. Boah, es wird jetzt ein bisschen knapp. Ich weiß auch nicht mehr. Boah, wo konnte ich nachladen? Wo könnte ich meinen. Ach so, F. Die F-Taste. So, drücken wir so mal, laden wir mal hier ein bisschen nach, den Scheiß. More squirts start coming out of the woodwork. Oh oh. Ach die Emily. Hier mal draufkloppen. A big old fella pops out. Ja, wie gesagt, ich hatte mir auch damals, wo ich es mir gekauft habe, sehr auf dieses Spielchen hier gefreut. Ja. Hab es aber dann nie wirklich gespielt, großartig, weil ich kam im normalen Modus dann irgendwie nicht so mal irgendwann weiter. Hab es dann sein gelassen. Aber jetzt wollen wir das Ganze doch mal im Let's Play machen und da mal noch reinhauen. So, jetzt holen wir uns ganz kurz noch diesen Trank hier und jetzt gehen wir mal zu. Manchmal sieht man jetzt nicht wie hier, wo sollte es jetzt weitergehen? Wir können ja hier nochmal lang gucken. Zerkloppen das hier noch. Deswegen, man sieht jetzt gerade nicht wirklich, wo es weitergeht. Nur jetzt zeigt er uns das ja auch an, wie ich Fenster, drücken wir drauf. Und dann kommen wir, ich wollte gerade spawnen, dann kommen wir ins nächste Gebiet des Spiels. He gets a good look at things on his way down. He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. Yeah, Brinkbogen. So. Das hier sind nochmal so Energiekügelchen, glaube ich. Wie gesagt, jetzt gucken wir. Also die Grafik ist wirklich sehr geil. Die Mucke auch. Wie gesagt, ich werde hier oft wegen dem Erzähler unterbrechen müssen. Weil der viel vorkommen wird. Good news is the emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. Ah. Oh, ich schreibe mich mal ganz kurz. Übrigens, dieses Spiel wollte ich auch mal als Let's Play Demo machen, nur dann habe ich doch die Demo irgendwie nicht mehr gefunden. Die hatte ich mal bei Steam oder hatte ich es mir schon gekauft und deswegen kannst du die Demo nicht mehr runterladen oder so, weil es ja wäre auch schwachsinnig, sich eine Demo von dem Spiel runterzuladen, weil man ja eh schon hat. Ich meine, das ist ja eigentlich, die Demo ist ja nur zum Anzocken, um zu gucken, ob es einem gefällt oder so, ne? So. Ah, ja. Vor diesen Kugeln müssen wir... Ich hoffe, vielleicht, wenn jemand sich auskennt, ich guck nochmal nach, dieser Null-Probleme-Modus ist doch hoffentlich wirklich so, sonst muss ich dieses Spiel nochmal nachstellen, sonst werde ich dieses Let's Play dann nochmal neu machen. Werden wir die nächste Woche... Besserer Effekt. So. So. Wow. Okay. Zack und zack. Ich werde auch versuchen, hier wenig zu sterben. Wird aber nicht ausbleiben. Right next to the arsenal.
tough part of town. Waffenlager. The arsenal's where the kid can pick the best tools for the job. So, jetzt können wir uns ja einen aussuchen. Wirbelwind. Wie ist das mit den anderen? Ich nehme jetzt mal den K. Was heißt das hier? Keelhammer. Keelhammer. Neue Waffe zugewiesen. Dann bestätigen wir mal hier. Können wir hier nochmal die Distille. One sip of the spirits in that distillery, and the kid will feel like a new man. So, das sind jetzt hier so wie Tränke, kann man sagen. Jetzt müsste man sich halt durchlesen, was man halt braucht. Man kann jetzt, guck mal, 10 maximal Gesundheit. Was ist das hier? Fermentierter Leichlingstrank mit einem Bucket aus altem Brot und Meerwasser. 10 maximale Gesundheit. Trefferchance. Absorbierlose Fragmente. Ich werde mal diesen hier nehmen, den Leichlingsmost, wie auch immer. Den werde ich mal nehmen, bestätigen. Man sieht ja hier, ups, schon 10 Level. Also kann man erreichen. Das hier finde ich auch sehr geil mit den Plattformen. Die kommen dann immer wieder mehr dazu. Wow, ich war hier fast runter. Tolle Sache. So, oh ja. Jetzt wird wieder gekloppt. Bam, 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 bam. Bam, bam. Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. Boah, pisst euch. Ich bin auch eigentlich nicht so extrem gut in so ein Spielen. Obwohl. Irgendwo in einer in einer ganz engen Liga ist der Realm of Madgood so ähnlich. Und da bin ich doch gar nicht so schlecht. Meine Fresse. Sterbt doch alle mal. Ich werde erstmal diesen Spawner, sag ich mal, hier zertrümmern. Da kommen die Viecher nämlich raus. Und diesen müssen wir erstmal entsorgen. Sonst haben wir nur noch mehr Probleme. Dann heile ich mich mal ganz kurz. Die Teile bringen. Ach so, scheiße, die hätten mir, glaube ich, auch Gesundheit gebracht. Naja, was soll's, ne? Umschalten. So, jetzt geht's. Wow, das Ding zu. Und wir kriegen ein bisschen Spaß hier mit Kollegen. So, die Teile. Ich schieße schon mal daneben. Wir müssen sich jetzt ein bisschen abtasten hier. Heiliges Kanonenrohr. Das ist nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht. Scheiße. Sesse. Heil mich mal ganz kurz. So, jetzt muss ich. Ah, verpiss dich doch, du scheiß Schießding. Oh Mann, ey. Das wird noch lustig. So, jetzt hier werden wir nämlich mal schon mal an unsere Grenzen leicht kommen. Unsere maximal kämpferischen Wow. Und unsere kämpferischen Wows. Oh, ich habe alle Tränke aufgebraucht oder was? Oh nee. Nee. Das wird lustig. Unlustig. Bla bla bla. Wie gesagt, ich werde mir auch nochmal dann, wie gesagt, auf kurz haben wir hier. Netz leert hier, meine Lieblingsschüler. Dieser große, dieser fette hier ist auch nicht schlecht, ey. Der hat auch einen Wumms drauf, ey. Das will ich aber auch haben. Ah! Eigentlich, wir können ja hier, vom Prinzip müssten wir auch vor seinen Hammerattacken weg rungen können, wenn er hier ausholt. Dass wir dann rundherum rennen und ihn dann auch nochmal eine deftig reinkloppen schon. Nur wenn er hier ausholt, kann man ja raufhauen. Wow. Boah, jetzt haben wir dieses Spawner. Jetzt müssen wir. So geil, der haut auf jeden Fall daneben. Der hat nichts. Der kann halt nicht so schnell reagieren. Der teilt halt seine Sache aus. So, da sind wir doch besser durchgekommen, weil ich jetzt mehr diese Ausweichtaktik benutzt habe. Sonst war ich. Das ist genau auch wie bei Realm of Madgood. Das ist immer nur draufhauen, bringt dir gar nichts. Dann stehst du vor ihm, klopfst du rauf, dann hat er 3 Schläge und dann bist du down. So, du hast vielleicht, weiß nicht, gerade mal mindestens ein Drittel Schaden gemacht, während er dich schon umgebracht hat. Das ist doch dann nicht so geil. So, obwohl, ich werde jetzt hier mal die Aufnahme beenden. Oder die erste Folge, die wird ein bisschen länger. Ich mache einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.